Alle sollen eins sein, wie du in mir und ich in dir bin, Vater. So sollen sie alle eins sein in uns, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Ein Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. So eins mögen wir sein, wie Jesus mit Gott, dem Vater, eins ist im Heiligen Geist. Das Maß der Einheit Gottes, des Dreifaltigen, das soll für uns das Maß unseres Miteinander sein. Und das Maß unseres Miteinander ist der Ort, an dem unser Glaube glaubwürdig ist. Unser Gegeneinander macht uns nicht glaubwürdig. Eins sein wie Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, das ist etwas sehr Konkretes und etwas sehr Dringendes. In einer Zeit, in der das Miteinander auseinanderläuft. Eure Einheit soll gewissermaßen der große Gegentrend gegen den Trend der Zeit sein. Gegen den Trend einer Welt, in der die Kluft zwischen Arm und Reich nicht aufhört, größer zu werden. Tut euer Möglichstes, jeder an seinem Platz, um einen Gegentrend zu setzen. Das Miteinander statt das Gegeneinander. Seid mutig gegen diesen Trend des Gegeneinander. Sind wir nicht heute eingeladen, hier vor dem Allerheiligsten auf den Herrn zu schauen, der uns im Sakrament das Zeichen der Einheit gibt, der sein Leben hingegeben hat am Kreuz, damit wir eins sind. Heute im Angesicht des eucharistischen Herrn, der unter uns gegenwärtig ist im Sakrament, lade ich ein, dass wir als Glaubensgemeinschaft der katholischen Kirche die Bitte Jesu um Einheit auch im Herzen tragen. Einheit mit dem Heiligen Vater. Einheit untereinander. In der Ortskirche. Zwischen den Richtungen, die einander oft das Misstrauen aussprechen. Einheit in Geduld. In der gemeinsamen und nicht gegeneinander gerichteten Sorge für die Kirche und für das Wohl der Menschen. In unserem Land sind die Spannungen in der Kirche auch ein Lebenszeichen. Aber sie erfordern ein immer neues Miteinander, das sich orientiert an der Bitte Jesu, dass sie eins sei. Überfordert uns Jesus, wenn er sagt, sie sollen in der Einheit vollendet sein? Ist das nicht eine unmögliche Bitte Jesu? Aber Jesus richtet diese Bitte an den Vater. Im Vertrauen darauf, dass Gott allein diese Hindernisse, die in uns und unter uns sind, überwinden kann. Es geht nicht um ein bisschen Einheit und ein bisschen nett sein miteinander. Es geht um die Einheit, die zwischen dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist besteht. Die göttliche Einheit. Billiger geht es nicht. Aber es geht nur, weil er für uns bittet, für uns eintritt, weil er uns segnet und uns zusammenhält in seiner Liebe, die unsere Hoffnung ist. Amen.